Flanksteak Lolli vom Holzkohlegrill. Ja, fällt mir nichts mehr ein. Bleibt auf jeden Fall dran. Guckt euch an. Abends. Lecker. Heute gibt's was Schnelles, was Kurzgebratenes, was Geiles. Was gibt's heute? Wir machen heute ein Flanksteak. Flanksteak kennen wahrscheinlich die meisten. Flanksteak, wie der Peter so sagt, mit Chimichurri. Hier oben der Link mit unserer Chimichurri macht dann Flanksteak dazu, kurzgebraten. Mega geil. Aber wir haben gedacht, unser Metzger hatte gerade Flanksteak im Angebot. Und meine Kinder lieben so halt wie Moink Balls oder sonst irgendwas. Da dachte man, hey, wie wär's denn mit Flanksteak Lollis? Gibt viele Rezepte, aber jetzt schauen wir mal, ob dieses Rezept für euch genau richtig ist. Wenn ja, perfekt. Wir brauchen für dieses Rezept, für unsere Flanksteak Lollis, natürlich ein Flanksteak, das hat jetzt 900 Gramm oder 923 stand drauf, war 2 Wochen abgehangen, so wie es sein muss. Passt bitte auf, wenn ihr beim Metzger eins kauft, fragt erst, wie lange das abgehangen ist. Wenn er nämlich sagt, nein, das ist gestern gemetzgert worden, lasst es liegen. Es muss abgehangen sein. Schon ist es zäh wie Leder teilweise. Drum immer schön abhangen, zur Not vorbestellen. Dann brauchen wir hier die schönen Spieße. Ihr könnt auch andere nehmen. Findet die jetzt praktischer dafür, weil die haben hinten den Griff. Dann haben wir hier Cheddar-Käse und Bacon haben wir hier. Ein scharfes Messer brauchen wir unbedingt. Wer angelt und ein Filetiermesser hat, mega geil, nimmt Filetiermesser. Und wir brauchen Gewürz. Wir machen das immer so, wir haben Gewürzregale, da sind, ich weiß nicht, wie viele Gewürze dran und überlegen uns, was könnte zu diesem geilen Stück Fleisch passen. Ich bin ehrlich, ich bin ein Magic Dust Esser, meine Kinder lieben es. Magic Dust geht für mich alles, von daher mit Smoke. Dann haben wir hier Magic Smoke von den Sizzle Brothers. Wir verlinken euch den Shop mal unten, könnt das kaufen, mega geiles Teil. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ist Werbung, egal, aber nur weil es geil ist. Wir fangen jetzt an, das wird jetzt eigentlich relativ, ach, und Basilikum habe ich vergessen. Hier, der kommt natürlich auch noch dazu, den tun wir jetzt aber schön auf Seite. Weil jetzt kommt die tricky Geschichte, wir müssen jetzt unser Flanksteak aufschneiden. Ich bin ehrlich, mir graust schon davor, weil ich meistens, wenn ich sowas aufschneide, oh, das ist so egal. Oh, das riecht, habe ich immer Angst, dass ich irgendwie Löcher drin habe. Weil wenn wir hier jetzt Lollis machen würden und so drehen, das wird eine Katastrophe. Also müssen wir das aufschneiden. Wir müssen das jetzt wie Schmetterlingsschnitt, nennt man das, glaube ich, aufschneiden. Das heißt, wir schneiden das jetzt einmal so schön, dass wir das aufklappen können, einfach rein. Das heißt, schönes scharfes Messer. Immer gucken, dass die Finger, ich hebe immer die Hand so drauf, so spürt man auch, wie das Messer läuft. Wenn das Messer scheiße läuft, merkt man, weil das Blut läuft. Nein, so soll es nicht sein, aber man merkt, wenn man rauskommen würde. Und so sieht es geschnitten aus. Man sieht hier ein Loch, da unten ist ein Loch, der ist relativ dünn. Aber ehrlich, wir sind keine Metzger, aber wir wollen trotzdem geil essen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Wir legen das jetzt schön aus, wir klopfen das jetzt auch nicht. Nehmen unser Magic Smoke. Bin immer nur, wer braucht Streuer? Es braucht keiner zur Öffnung, es braucht keiner. Es reicht eine Öffnung. Hier, die reicht. Mehr brauchen wir nicht. Und jetzt würzen wir das ganze Ding mit Magic Smoke. Das machen wir jetzt erst auf dieser Seite. Das reicht uns jetzt erstmal. Dann nehmen wir unser Bacon. Da legen wir das jetzt schön aus. Bacon mit Magic Smoke wäre auch geil. Jetzt kommt unser Käse, unser Cheddar-Käse. Nimmt bitte Cheddar-Käse, weil Cheddar-Käse vom Geschmack für sowas mega geil. Den legen wir jetzt einfach aus. Da kann es sein, da braucht man nicht alles. Ich weiß, Bacon und Käse ist eine Pflicht. Wir brauchen alles. Dann kommt unser Basilikum noch dazu. Einfach ein paar Scheiben, ein paar Blätter, nicht Scheiben, dazu. Hinten haben wir noch einen schönen Strauch, da kann man noch ein bisschen was klauen. Ich glaube es jetzt eher von unten, weil sonst sieht später scheiße aus. Dann muss ich wieder einen kaufen. Dann lacht er. So.
Unsere Spieße sind nicht gewässert, die werden auch nicht wässern. Wir wässern eigentlich so gut wie keine Spieße. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir es eigentlich gar nicht brauchen zum Wässern. Die verbrennen uns eigentlich durch das, dass es kurz gebraten ist, nie weg. Wenn er natürlich was lang, wo länger braucht, dann wässert er. Jetzt kommt natürlich der schönere Teil, jetzt rollen wir. Und kannst du es ganz kurz erklären, die Rollen? Weil dann gehe ich nicht vor die Kamera, stelle die genau da ein zum Rollen und gehe dann vielleicht nochmal von der Seite. Ja? Okay. Okay. Ich soll euch erklären, der Gordon hat gesagt, ich soll euch erklären, wie man rollt. Gut, habt ihr jetzt ja auch gehört. Ich nehme das Ding und roll das nach vorne. Ich weiß nicht, was man am Rollen schwierig machen kann. Rollen halt. Also ich würde es jetzt euch gerne zeigen, ich soll es jetzt euch mündlich erklären. Ich bin bei mündlich nicht so geil. Von daher roll ich das jetzt. Machen wir jetzt. Weil ich direkt vor der Kamera ja, aber wie will ich es denn erklären? Ich muss ja dann, dass ich nach vorne roll. Ja, aber ich will es ja bildlich festhalten. Die sehen das jetzt ja. Ah, mit der Kamera, die kann ich ja so reinschneiden, dass die Kamera dann nach vorne... Ach, da kommt, du kopierst schon wieder nichts. Nee. Okay, mach roll einfach. Und jetzt rollen wir das Ganze, unser Flank. So schöne Lollis. Und hier haben wir jetzt eine schöne Rolle gemacht. Hier unten ist die Öffnung, also das Ende, das nimmt er jetzt, hebt es fest und hebt es so hoch. Weil wir nehmen jetzt unsere Spieße und ihr spießt es jetzt einfach so auf, wie ihr Bock habt. Also so groß wie die Lollis sein sollen, so groß macht ihr den Abstand. Also das heißt, wir pieksen jetzt einmal, ich fange jetzt mal hier an, einfach mal hier durch. So, der nächste mache ich hier. Ich würde sagen, so ein Lolli soll kurz gebraten. So, das Ganze wieder so. Und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stäbchen drin. Und so können wir das jetzt ja nicht auf den Grill packen, weil dann wäre es ja nicht mehr kurz gebraten, sondern wir wollen jetzt Lollis draus machen. Jetzt brauchen wir unser Messer und jetzt schneiden wir immer zwischendrin, so in der Mitte, einfach schön runter. Hier haben wir unseren Grill, hier hinten. Tschak, tschak, tschak. Heute machen wir schön auf der Weberkugel. Die haben wir auf volle Möhre. Okay, volle Möhre sind 250 Grad, volle Möhre ist nicht. Den machen wir jetzt auf. Wir haben hier schon unsere Briketts drin vom Mac Briquette. Die Cubes, die bringen richtig Hitze. Und jetzt nehmen wir unsere Lollis. Ich weiß, der Käse wird rauslaufen. Es wird auch ziemlich viel Käse rauslaufen, aber es wird auch Käse drin bleiben. Und das ist genau der Plan, weil wir brauchen Käse. Wir wollen Käse, wir lieben Käse. Deswegen kommen die jetzt hier drauf und werden ganz schnell angebraten, kurz gebraten eben. Bei richtiger Hitze machen wir die, machen den Deckel zu. Wir machen jetzt erstmal drei Deckel zu und von jeder Seite, denke ich, seit 2-3 Minuten, dann drehen wir sie und dann werden die richtig geil. Ihr merkt, es qualmt, das heißt, irgendwas ist faul. Nein, Qualm ist absolut nicht schlimm, aber wir sind jetzt in der Zeit, die Dinger einfach zum Drehen. Man merkt schon, schaut euch das an, ein bisschen lauft der Käse raus. Sehr geil. Ich freue mich. So, umdrehen und jetzt lassen wir das Ganze nochmal für 3-4 Minuten. Und dann geht's weiter. 2 Minuten später, jetzt holen wir es raus. Gucken wir es an. Schaut euch das an. Boah, geil. Mega geil. Oh, mega. Ich würde sagen, wir holen jetzt einmal runter, schneiden den an. Hier haben wir unser schönen Stück. Wir nehmen jetzt mal das, schneiden das jetzt einfach in der Mitte mal durch. Man sieht schon, der Käse ist drin geblieben. Das ist ja das Geile. Und jetzt schauen wir mal. Schaut euch das an. Schön zart rosa, wie flängster ich sein muss. Absolut perfekt. Jetzt würde ich aber sagen, ihr merkt schon, ich muss schlucken. Jetzt kommt der Gordon vor die Kamera und dann wird probiert. Und da kommt da der One and Only, der Fleischsommelier. Nein, ist er nicht. Aber er mag Fleisch. So sieht es nämlich aus. Ja, jetzt am Spieß. Ja, ich nehme jetzt das Stück, was ich hier auch geschnitten habe. Ich würde jetzt erstmal sagen, gut, ich habe richtig Kohldampf. Sehr geile Geschichte. Sehr geil, oder?
Der Käse ist nicht komplett rausgelaufen. Ich dachte zuerst, der Käse haut bestimmt ab. Aber man muss immer irgendwas versuchen. Nur dann kann man auch urteilen, ob es funktioniert. Ach, probiert es. Ich müsste jetzt für meine Mädels nur weiter drin lassen. Denen ist jetzt einfach nur zu rosa. Ich mag das so. So ist perfekt. Aber mega geil. Und vor allem schnell. Mhm. Ratzfatz. Schnell gemacht. Und mal was anderes mit Frankensteak. Und nicht nur einfach nur gegrillt, sondern einfach mal schön angegrillt. Mhm. Und das ist toll aussieht sogar noch dazu. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wie gesagt, der Manuel hat es vorhin schon gesagt, mgbarbecue.de. Man kann es natürlich auch auf NATO-Alphabet machen. Heißt es NATO-Alphabet? Nein, auf NATO-Alphabet geht es jetzt wie folgt. Und zwar unter whiskywhiskywhisky.com. Scheiße, wie war das nochmal? Ah ja, nochmal. whiskywhiskywhisky.mikegolf bravo-bravo-quebec.deltaecho. So sieht es nämlich aber aus. Aber so hört sich auch cooler an. Ja klar, hört sich geil an. Aber das Whisky-Whisky war dann, musst du das einmal einheben. Nee, wie ist Whisky? Halt. So. Aber ist egal. Also, mgbarbecue.de kannst du alles nochmal nachlesen. Aber was uns natürlich unglaublich freuen würde, wenn du diesen Kanal folgst, uns abonnierst, die Glocke abonnierst, dann erfährst du nämlich immer, wann... Die Glocke abonnieren. Die Glocke anmachen, dann erfährst du nämlich immer, dass donnerstags um 18 Uhr dann die Glocke bei dir klingelt und Sonntag um 11 Uhr, weil dann gibt es nämlich zwei Videos pro Woche von uns ganz neu. Nicht nur was zum Essen, manchmal sogar was zum Trinken oder was anderes zum Essen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schalt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt MG Barbecue.